Hey Leute, ausnahmsweise gibt es ein kleines Intro, bevor das wirkliche Video anfängt. Und zwar bei dem Decoder haben wir ein Problem gehabt. Es wäre eigentlich um die Instandsetzung einer Treiberstufe gegangen. Es ist aber noch etwas dazugekommen und wir haben es Gott sei Dank dann alles beheben können. Und ja, seht selbst. Und los geht's. Hey Leute. Heute zu Gast bei uns am Tisch ein LE130XF von Lenz. Dieser stammt aus einer Kundenmaschine und das Problem, was wir mit ihm haben, über AUX1, also den grünen Draht, wird ein Rauchgenerator betrieben und nach kurzer Zeit lässt sich der nicht mehr schalten. Der Decoder wurde vom Kunden jetzt mittlerweile schon zweimal selbst repariert. Ganz am Anfang war ein Kabel geklemmt und hat eine Treiberstufe durchgeschossen und das war diese hier herum. Es wurde vom Kunden, wie gesagt, selbst getauscht und eingesetzt wurde ein 1B. Dieser ist ein Transistor und zwar ein BC846. Und das Problem an der Sache, wenn man sich die Anleitung ansieht, Funktionsausgang C wäre hier der Ausgang, den wir benötigen. Und der hätte eine Leistung von 500 mA. Der Transistor, der eingesetzt wurde, schafft aber nur 100 bis 150 mA. Das heißt, mit dem Rauchgenerator kann es passieren, dass der dann eigentlich nur wegen Überlast durchgeht. Das einzige Problem ist eben die zu klein ausgelegte Treiberstufe. Und wenn diese durchschießt, haben wir folgendes Phänomen. Zum Testen starten wir wieder unseren Log-Programmer mit Stromversorgung im Hintergrund. Strombegrenzung wäre wieder eingestellt, hier mit einem Ampere werden wir bei dem Decoder nicht benötigen. Denn alles was passiert, wenn man die Stufe dann einschaltet, wenn der Decoder Strom bekommt, leuchtet sofort der Ausgang F1. Alles andere Licht und Adresse einlesen, Moment. Adresse 30. Alles andere wie Licht vorne, Licht hinten, das funktioniert. Und auf F2 hat der Kollege auch eine Führerstandsbeleuchtung. Die lässt sich auch steuern. Es geht nur um den einen Funktionsausgang. Und hier werden wir statt dem BC846 jetzt einen BC817 einsetzen. Der hat eine Leistungsfähigkeit von 500 mA, also genau nach Vorschrift. Und damit sollte nachher alles wieder funktionieren. Und das machen wir diesmal gleich mit dem Lötkolben. Einmal defekter Transistor herunter. Gefunden. Notiz an mich selbst, neue Beschriftung aufkleben und neue Transistoren nachbestellen.
Das ist jetzt der neue Kollege. Reinigen nicht vergessen. Neue Treiberstufe ist drin. Ich reinige das noch etwas genauer nach und dann geht es schon ans Testen. Und jetzt nochmal ein abschließender Test mit dem Log-Programmer. Einmal alles lesen lassen. Lesen funktioniert, LED bleibt auch aus. Das sieht schon gut aus. Jetzt noch über den Führerstand. Wir haben Strom drauf, die LED ist aus. Wir haben Licht vorne, Licht hinten. Fahren tut auch. Einmal vorwärts, einmal retour. Jawohl. F2 funktioniert noch immer und F1 sagt nein, juhu. Und nochmal ein defekter Treiber. Ist das nicht schön? Kurzes Zwischenupdate. Da sagt man immer, man sollte alles durchmessen und dann macht man es selbst nicht. Ich glaube, ich habe den Fehler gefunden und zwar hier haben wir wieder Durchgangstest. Beim Decoder, man kann es schon erahnen. Hier bei dem Stück habe ich jetzt etwas mehr getestet. Und zwar, wenn man jetzt schaut, von der Basis des Transistors auf die Leiterplatte bei dem Widerstand, auf die Kontaktstelle, haben wir vollen Durchgang und am Widerstand selbst
haben wir nichts. Und auch über den Widerstand selbst in diesem Bauteil hier sind vier Widerstände nacheinander und das sind die Basiswiderstände für die Lichttreiberstufen. Und wenn man zum Beispiel die unterste Stufe hernimmt und messt durch, haben wir 470, Stufe danach 470 und so weiter. Und bei der letzten haben wir nichts. Das heißt, der Transistor, der vorher drauf war, war durchgeschossen und deswegen hat die LED schon geleuchtet. Aber anscheinend hat die Treiberstufe hier oder zumindest der Widerstand auch was abbekommen und deswegen hat die neue nicht funktioniert. Und natürlich tauscht man zuerst die neue, bevor man den Basiswiderstand durchtestet. Natürlich hat man sowas schnell zu Hause auf Lager. Deswegen immer ein paar Schlagplatinen aufheben. Das war mal ein alter Netzwerkswitch. Und hier oben haben wir genau die Widerstände mit 471 als Kennung, sind 470 Ohm. Den einen löten wir aus, da drauf, und dann sollte alles funktionieren. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. So, und jetzt nochmal der Test. Dieses Mal mit altem Transistor, also den wir ganz am Anfang getauscht haben, und neuem Reihenwiderstand. Glück auf. Und wieder mit Stromversorgung und Logprogrammer. Und wir haben Adresse 30. Probieren wir nochmal zu lesen. Lesen funktioniert noch. Juhu. Dann Strom passt auch. Licht vorne, Licht hinten. Fahrt nach hinten und Fahrt nach vorne, jawohl. F2 funktioniert noch immer, perfekt. Und F1, jawohl. Leuchtet, funktioniert. Sieht gut aus, hat genug Nerven gekostet. Und damit würde ich auch hier diesen Decoder wieder als repariert ansehen. Und ich vermute, wie das erste Mal die Treiberstufe durchgegangen ist, hat der Widerstand auch einen Schuss abbekommen. Beim zweiten Mal jetzt wird es ihn vielleicht schon komplett kassiert haben und ich habe es selbst nicht durchgemessen, habe stattdessen zweimal die Treiberstufe rumgetauscht. Ja, selber schuld. Man lernt daraus, man ist auch nicht perfekt und auch bei mir passieren Fehler und daraus lernt man. Also ich hoffe, ihr konntet bei diesem Video auch wieder was mitnehmen. Manchmal sieht man schon, Widerstand ist zwecklos. Das war jetzt noch ein Reserve und dieser hier war original und man sieht schon,
Während des Ausbauens ist dann auf der Seite, wo er keinen Durchgang mehr gehabt hat, schon ein Teil der Keramik abgeplatzt. Die ersten drei hier drinnen funktionieren noch, der vierte hier war tot. Ich würde sagen, Decoder funktioniert wieder, geht zurück zum Kollegen, Projekt beendet. Das war's wieder mit dieser Aufnahme und vielleicht sieht man sich demnächst bei uns in Schiltern bei der Anlage oder im schlimmsten Fall dann beim nächsten Video. Eigentlich ausnahmsweise gibt es mal ein kurzes Schmarren. Pardon. Lieben. Widerstand, das kann es doch echt nicht sein.